zusammen. Hier ist Johannes B. Kerner. Und wenn die beiden Spacken da wieder über Logos auf Partys reden, dann kann ich nur sagen, warum warte ich nicht mal auf einer von meinen Partys? Da gibt's bis heute keine Logos. Da geht alles besonders untenrum. Untenrum. Wieder eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir befinden uns auf einer neuen Runde jetzt, aber schnell, schnell. Wupp, wupp, ab geht's. Leute, was ist hier los, bitte, ja? Wo sind die Leute am Rummel? Wo sind die Leute in den in der Crazy Maus oder wie hieß das? Wilde Maus. Ja, ist wirklich so. Ich vermisse ja hier in Hamburg wohnen den Dom. Also nichts vermisse ich mehr als den Dom. Wo kriege ich vier Kleine her? Was ist mit der wilden Maus? Wo hänge ich meinen Fuchsspanz-Einkaufschip-Schlüssel für die Autoscooter jetzt hin? Wohin? Es ist einfach schlimm. Ja. Der arme Dom. Ja. Aber ich hatte mal... Kleine Musikvideo-Empfehlung an dieser Stelle. Guckt euch mal The Großer von Fettes Brot an. Ich hatte übrigens bis zur 9. Klasse einen Klassenkameraden, Christoph. Der hat tatsächlich... war auch großer Fahrgeschäfte-Fan und hat Fahrgeschäfte als Modell gebaut. Der hatte einen riesigen Keller, so wie manche Leute die Eisenbahn, hatte der einen riesigen Vergnügungspark mit elektronisch betriebenen kleinen, wie von Revell, gibt natürlich noch andere Marken, so kleine Dinger. Und dann gab es so kleine Fahrgeschäfte, dann gab es den Shaker, der hat sich tatsächlich so auf einer großen Platte gedreht und die kleinen, diese autoähnlichen Gefährte, in denen man saß, haben sich so da rumgedreht. Es war der Wahnsinn. Und hat er den dann auch umgebaut und nach seinen Vorlieben so verbastelt? Ja, er hat auf jeden Fall sie angemalt. Man konnte die anmalen, so mit diversen Lack, also so Spraylack und so konnte man drauf machen. Es war eine Wissenschaft für sich. Es war eine Wissenschaft für sich. Ich weiß nicht, ob er das auch noch hat. Er hat mich letztens auf Facebook geedit, aber ich habe ihn ausgeschaltet, also dass ich nicht sehe, was er postet, weil es ist sehr weird. Der Typ ist sehr weird geworden. Komischer Typ. Okay, also da geht ein bisschen was mit anderen Leuten ja, nicht so geht. Sozusagen. So, der postet immer so kryptisches Zeug, nicht verschwörungsmäßig, wo du dir entschlüsseln, also so Posts, wo der Postende eigentlich will, dass du nachfragst und dich dann einfach nicht zu bombardiert mit irgendwelchen Nachrichten und dich nur noch nervt. Phishing for Compliments, ja, next Phishing level. For Attention würde ich das sogar schon fast nennen. Ja. Wenn man nicht genug Follower bei Instagram hat oder eine schlechte Woche, wo einem 5 Leute entfolgt sind, dann braucht man das wahrscheinlich. Ne? Genau, ja. Also der hatte auf jeden Fall im Keller so einen großen Rummel, sagt man in Norddeutschland, glaube ich. Ne? Oder Kirmes. Rummel, Jahrmarkt. Ja, Kirmes ist schon mehr im Süden Kirmes dann. Kirmes ist das auch in Bremen. Also ich kenne Jahrmarkt oder Rummel. Rummel ist so ein typisch norddeutsches Rummel, Wort. Ne? Sagt mir auch was, ja. Rummelsdorf sagt mir auch was. Rummelsdorf von Spirou und Fantasio. Ja. Und der Bürgermeister von Rummelsdorf. Hat der eigentlich einen Namen? Ja. Oh, der Bürgermeister? Nee, ich glaube, der heißt einfach nur Bürgermeister. Wo wir noch kurz bei Sprachdifferenzen sind. Meine Frau kommt ja hier aus diesem Bundesland, wo unser Bunker gerade wieder steht, in der Lüneburger Heide. Also meine Frau kommt nicht aus der Lüneburger Heide, sondern aus einer Domstadt südlich von Hamburg. Von Hannover, sorry, von Hamburg. Und der sagte, der Begriff Julklapp nichts. Den hat sie erst bei unserem gemeinsamen Studium in Flensburg, hat sie den Begriff erst kennengelernt. Wie haben die das denn genannt? Wichteln, ja. Dafür kennen wir Wichteln nicht so und finden das komisch. Ja, jetzt habe ich mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, dass sie alle Wichteln sagen und Ja, das macht uns Norddeutsche eben besonders, ne? Dass wir so die skandinavische Verbindung haben, diese skandinavische Eleganz auch in der Sprache. Wir mögen Lakritz, südlich der Elbe mag man das auch schon wieder nicht. Wir heben uns ein bisschen ab als Norddeutsche von der Masse. Da hätte ich ja fast schon wieder eine Frage an unsere Schweden-Korrespondenz. Gibt es sowas, dieses Julklapp, auch tatsächlich in Schweden?
Ist Ja, es? gibt es, das kann ich auch so beantworten. Das Okay, kommt gut. daher. Dass Das jeder ein Geschenk besorgt, das wird rumgereicht und irgendwann macht man das auf. Genau. Ja, und um Geschenke zu kaufen, muss man Geld holen. Ich war vorhin Geld Oh, holen. abenteuerlich. Tolle Ja, Überleitung, super, ne? hast du Habe ich super richtig gut gemacht. hingekriegt gerade, oder? Fantastisch. Oh Gott, das ist eine Ja, Schweineüberleitung nennt man in das, glaube ich. Podcasterkreisen nennt man das Schweineüberleitung. Oder im Radio. Auf Delta Radio, schöne Grüße. Da ist das eine Schweineüberleitung. Gern gesehen. Und ich habe in der Zeitung diese Woche gelesen, dass Bargeld ja in manchen Ländern schon ein Auslaufmodell ist. Schweden zum Beispiel, Dänemark. aber auch andere überraschende Länder, die dann dabei sind, die sagen, oh, wir schaffen das vielleicht ab. Und das vielleicht können aufgrund der Isolation oder so, ne, in der die Länder aufgestellt sind. Der Deutsche an sich Ja, liebt ja Bargeld. Bargeld, ne? Aber wenn das Bargeld, wenn das Geld jetzt wirklich weggeht, was hältst du davon, wenn wir da noch mal ein bisschen mit experimentieren Ja, vorher, probiert. bevor der Elektro-Euro kommt? Warum müssen es so starre Werte sein? 10, 40, 10, 20 und 50 Euro? Erstens kosten die meisten Dinge sowieso 29,99 Ja, oder ging. 49,99. Warum macht man dann nicht gleich einen Schein, der, ich sag mal, nur 9,99 Euro wert ist? Selbst wenn die Sache dann am Ende 10 Euro kostet, den 1 Cent hat ja jeder über. Aber das wäre doch Ja, das wäre viel realistischer. Damit könnte realistischer. man doch Ja, viel besser das einkaufen gehen. stimmt. Ja. Vielleicht sollte man die Bundesdruckerei nochmal Oder. beauftragen, vielleicht so ein paar 1999 oder 95 Scheine rauszugeben. Ja. Oder Sonderserien. Ich Ja. meine, es gibt alle naselang irgendwelche Ja. Sonderprägungsmünzen, 10-Euro-Münzen. Warum nicht auch mal einen Sonderschwung 5-Euro-Scheine? Und jetzt die Frage, das machen wir vielleicht nächstes Mal als die wichtigsten Ja. drei. Wen hättest du gerne auf Geldschein? Und auf welchen Wert, welche Deutschen hättest du gerne auf den Schein? Das notieren wir uns mal für nächstes. Kann sich die Der geneigte Hörer kann sich jetzt freuen auf die nächste Ausgabe dieses kleinen Podcasts. Genau, das machen wir. Das machen wir. Übrigens sollten wir ganz fancy jetzt auch eine hippe Abkürzung für die wichtigsten drei nehmen. Wir nennen es DWD. DWD, wow, das hört sich Ja, gut an. ne? Ich meine, gut, wir kriegen vielleicht Rechtsstreitprobleme mit dem deutschen Wetterdienst, aber Was schauen haben wir. die denn für Anwälte, bitte, ja? Irgendwann sind wir größer als die. Und dann stehen die nämlich da, Bitches. Genau. Da wir gerade bei Norddeutschland waren, Christoph. Unsere Heimatstadt liegt ja in der Nähe der berühmten Stadt Bad Segeberg, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden. Und in Richtig. der Segeberger Innenstadt gibt es einen sehr, sehr wenig erwähnten Fastfood-Laden. Das ist eine Kette, und zwar Kochlöffel. Hattest du schon mal Berührungspunkte Oh. mit Kochlöffel? Also ich war vielleicht zwei, dreimal in einem Kochlöffel. Ich kann mich in Lübeck erinnern, dass ich da mal einen Burger rausgeholt habe, um zu schauen, wie der ist. Und ich weiß, wahrscheinlich war der besser als der bei Mc's oder Burger King, aber er schmeckte halt nicht so pappig, nicht so einheitlich. Es war überraschend. Aber darauf beschränkt sich eigentlich meine Erfahrung, ja. Meine auch, ich war noch nie in einem Kochlöffel. Ich weiß zum Beispiel, Noch nie. dass der von abwertender Weise auch Kotzlöffel genannt wurde, weil es angeblich ein bisschen wäre. Aber vielleicht, Leute, wenn ihr Erfahrung mit Kochlöffel habt, denn lasst mal, schreibt mal unsere neue E-Mail-Adresse oder schreibt in die Kommentare bei Oder YouTube. schickt uns an unsere E-Mail-Adresse auch gerne einen bis zu eine Minute langen Soundclip, in dem ihr eine witzige Anekdote über einen Kochlöffel erzählt. Die würden wir dann, Einbauen. ja, einbauen. Genau. Kochlöffel, nee, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht, du hast ja bald Geburtstag und vielleicht schenke ich dir einfach einen Das wäre mein Kochlöffel-Gutschein. absoluter Traum. Vielleicht. Ja, und zwar so eine richtig große Summe. Ich sag mal so 100 Euro Oh, geil, Kochlöffel-Gutschein. geil. Und da kannst du dann mal sehen, wie du das so über die Jahre Geil. wegknabberst mit Oh, Cheeseburgern. ja, das wäre gut. Muss ich nur noch wissen, wo hier einer ist. Das lässt sich doch sicherlich leicht rausfinden. Leicht rausfinden. Genau. Kochlöffel, ey. Ja, ich habe im Moment manchmal Momente, in denen ich denke, ach du Scheiße. Ja. Und das tut mir dann Ja. leid. Und zwar geht dir das auch so, wenn du FFP2-Masken Ja. oder KN95-Masken oder, also ich sag mal, diese hochwertigen Masken, die trägst du ja nur eine bestimmte Anzahl von Tagen und dann entsorgst du die. Wenn ich die hier zu Hause in den Müll tue,
dann fühlt sich das so an, als würde ich ein fast neues T-Shirt wegwerfen. Ich schmeiße irgendwie ein Kleidungsstück weg, was noch optisch super aussieht, Struktur super ist und ja auch irgendwie eine gewisse Wertigkeit oder ein gewisses Gefühl hat oder Ja. so, ne? Weiß ich nicht. Nee, Geht dir eigentlich das auch nicht. so? Eigentlich schmeiße ich die Masken relativ emotionslos in den Müll. Einfach so, einfach so emotionslos im Müll. Oh Mann. Naja, ich dachte da würde bei dir auch dein kleines Geht so. Da Stoffherz das Land aufgehen, wie Niedersachsen uns eine. hier mit diesen Dingern öfter mal versorgt, ist Ah. meine emotionale Bindung dazu eher gering, sag ich mal, eher gering. Aber optisch machen die Okay. noch was her, aber innen drin ist dann wahrscheinlich richtig der Schmodder drin. Na gut, na gut. Das ist natürlich ein Ding. Also ich habe hier schon mal geguckt in Langenhagen. Da gibt es einen Kochlöffel. Da kannst du. Vielleicht ist das ja was für Ja. dich. Kannst du mal so einen Sonntagsfamilienausflug hin machen. Die haben bestimmt einen offenen Drive-In derzeit. Glaube ich auch. Da, wir haben auch noch. Ach, da sind ja noch Ah, okay. einige. Also, Kochlöffel zu mitnehmen hier. In Hildesheim, nee, doch, in Hildesheim ist einer. Das Wisst ihr wäre doch was? was für Ich dich, glaube, oder? meine nächste Mission wird beim Kochlöffel was mitnehmen. Super. Gibt natürlich auch noch Ja, McDonald's und und Burger King und Subway so. und wie sie alle heißen, wie sie alle heißen. Speaking of niedersächsische Oha, Provinz, jetzt kommt's. ich frag dich um deine Ja. Expertise. Um das Problem, um das Ja. Sorgenkind, um eine Stadt, die eigentlich keine Ah, Stadt ich glaube, ist, ich weiß darauf. aber sogar den Titel Großstadt trägt, weil sie 103.000 Ja. Einwohner hat. Es geht um Salzgitter. Oh, Alter, sein. ich habe mich mal so ein bisschen mit Salzgitter Oha. beschäftigt und bin da auch schon mal durchgefahren irgendwie. Salzgitter erschließt sich für mich null als Ja, Stadt. das mag sein, ja. Das mag daran liegen, dass Salzgitter 1942 als Wartenstedt Salzgitter aus 7 Ortschaften Ja. zusammengegründet wird und mittlerweile ein loses Konglomerat von 28 Ja, Ortschaften ist. ja. Ich meine, allein Salzgitter hat nicht mal einen großen Nee. Bahnhof. Salzgitter hat zwar mit Ringelheim so eine kleine Station, wo zwei Linien zusammentreffen, aber warst du mal in Nein, Ringelheim? ich war oft. Salzgitter-Ringelheim ist ein Dorf. Da wohnen bestimmt nicht mehr als 2000 Leute. Das kann mir Nee, keiner ich war erzählen. öfter mal in Salzgitter-Lebenstedt, weil sich dort ein Baumarkt befindet, bei dem wir sehr viel eingekauft haben, als wir unser Eigenheim renoviert haben. Ist das so ein verrückter Baumarkt? Kann Das ist der was? Hat er ein. so Hubschrauber oben Ja, auf dem Dach der oder hat sowas einen Tolles? Hubschrauberlandeplatz und auch eine Ja. Privatjet-Drive-in-Einkauflandebahn. Wow. Ja, und das ist ein Globus. Gibt natürlich noch andere Baumärkte, zum Beispiel Hagebau. Ah, Globus ist so ein Ja, verkannter Baumarkt irgendwie, ne? hat nicht so die Credibility wie andere Baumärkte. Gibt's hier weiter im Norden auch nicht so viele von. Nee, also für Globus hat Mike Krüger noch keine Werbung gemacht. Und Salzgitter Lebenstedt, fühlt sich das an wie eine Stadt? Gibt es da eine Innenstadt? Gibt es da Großraumdiskotheken? Sind die Leute so drauf, dass sie, also ich meine, man sieht auch dafür, dass es eine Großstadt ist, ne? Sieht man wenig Leute mit Salzgitteraner Kennzeichen rumfahren. Dürfen die da überhaupt raus? Oder verfahren die sich immer zwischen Salzabbau und Das ist eine Erzverarbeitung? Verfahren gute die sich Frage. da Also oder? Salzgitter-Lebenstedt hat, glaube ich, so eine kleine Einkaufsmeile, diverse Aha. Shopping-Center, also so in Gewerbegebieten zusammengewürfelt, wo wir wieder dabei sind, zusammengewürfelte Läden auf einem Haufen. Und Salzgitter verbinde ich echt mal mit Salzgitter-Stahl. Ja, genau. Salzgitter Stahl und da Genau. spielt ja alles Und so rein mit Erz wenn man und Kali bei und. meinen Schwiegereltern ist und die gerade in Salzgitter den Hochofen anstechen, dann sieht man das Leuchten am Himmel bei richtigen Witterungsverhältnissen. Ja. Ernsthaft? Das ist der Und das ist ja schon noch ein Eckchen weg. vom Heimatdorf meiner Frau, ja, das sind ein paar Meter. Ja. Ja. Aber an und für sich hast du recht, Salzgitter ist ungefähr so viel Stadt, wie Peine beliebt ist. Ne? Also mal ganz ehrlich, Peine ist das Neumünster Niedersachsens und keiner ist gern Peiner, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Richtig. Ich kann mich erinnern, Richtig. Gruß, Shoutout an alle Neumünsteraner ja, und Peiner
Sagt man dann auch Peinerana? Man sagt peinliche. Das ist ein peinlicher. Oh, ist der wieder ein peinlicher. Das sagt man. Ja, daher kommt das Wort auch. Peinlich kommt aus Peine. Achso, peinlich kommt aus Peine. Gut. Genau. Ja, und ich kann mich erinnern, Jedenfalls das auf unserem ersten. Verrückteste, was in. Auf unserem Entschuldigung, ersten, dass ich macht dir nichts, von der auf Reihe. unserem ersten Wacken, unser einer Nachbar Toni, Ja. der kam aus Peine, der hat ein Peiner Kennzeichen an seinem Auto. Habe ich letztens auf alten Bildern wieder entdeckt. Der fährt auch zum Globus nach Salzgitter Ja, hoch. kauft da, ja, weiß nicht, was er da kauft, Dübel oder so. Dübel. Aber keine Fischerdübel, die gibt es im Globus nicht. Ah, okay, hast du das aus sicherer Quelle oder ist das jetzt wieder einfach nur so Nö. Nö, eingeworfen? ich habe ja, gefährliches Halbwissen. Nicht, dass mir jemand Schleichwerbung Nein, nein, vorwirft. nein. Schleich. Schleichwerbung. Ist das denn Werbung von den Textilherstellern oder für die Schleichwerbung. Schleichwerbung? Kaufen Sie das neue Pony. Was? Schleichpony. Schleichpony bei Liefergangster.de. Ach Gott, wir haben uns jetzt Ja, auch schon, komm jetzt hier. neu bei Ja, Liefergangster.de. ja. Ja, aber um es mal so zu sagen, nein. Also ich glaube, ich spreche Salzgitter einfach mal den Rang einer Stadt ab. Es ist einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen von Dörfern, da hast du vollkommen recht. Ist auch Okay. eine Problemstadt im sozialen Bereich, eine reine Problemstadt. Kriminalität und so, also es ist Na alles nicht gut. so geil da in Salzgitter. Pass auf, jetzt habe ich aber noch das Weirdeste, was in Salzgitter je passiert Oha. ist. Je passiert ist. Normalerweise verbraucht ein Mensch im Schnitt etwa 44 Kubikmeter Wasser in Ja, seinem Haushalt, ja. ne? So. Ein Salzgitteraner hat 2017 die Wasserhähne von seiner Badewanne, dem Waschbecken und der Toilette pausenlos laufen lassen. Der hat innerhalb eines Jahres 7 Millionen Liter Wasser verbraucht. 7 Millionen Liter Wasser. Warum? Der Wasserversorger hat das Ganze gesehen, forderte 10.800 € Wasserrechnung nach und die Polizei ist dann vorbeigekommen und hat das abgestellt. Warum? Ich weiß es nicht, aber ist gar nicht schlecht, ne? Vielleicht wollen wir mal gucken, was so geht. Wie lange kann ich das laufen lassen? Und passiert da was? Kostet das denn mehr? Oder sind Wasserrechnungen einfach nur so symbolische Werte, die da vermittelt werden? Ja, und hat er kurz Pause gemacht, um das Waschbecken zwischendrin zu putzen? Keine Ahnung. Macht man sich solche Gedanken überhaupt Ja. noch, wenn man so viel Wasser Das laufen ist. lässt? Ob man da kurz stoppt? Keine Ahnung. Aber es ist schon eine heftige Oder Nummer. denkst du nach 2 Wochen? Nach 2 Wochen denkst du so, oh, jetzt habe ich es 2 Wochen durchlaufen lassen, wenn ich jetzt aufhöre. So weit war ich noch nie. So weit war ich noch nie. Und so geht das immer weiter. Nach einem Monat denkst du, nee, ich kann jetzt nicht aufhören. Ich habe das ja schon einen Monat laufen lassen. Vielleicht ist das Weltrekord und es weiß nur noch keiner. Weltrekord, Weltrekord. Weltrekord im Wasser laufen lassen in der Badewanne. Ach, auf jeden Fall die Abflüsse immer schön frei. Der hat echt Glück gehabt, dass der keine Verstopfung im Rohrsystem hatte, ne? Ja, wie auch. Weil dann hätte er das ja gar nicht so durchziehen können. Ich glaube, wegen so einem Heini, Salzgitter hat ja das Autokennzeichen SZ. Und wegen sowas sollte man das SZ Ja. zu so einem Buckel-SZ umwandeln. In einem großen SZ, dass Ah. alle Salzgitteraner ein SZ als Kennzeichen haben. Oh, das ist eine schöne Ja. Initiative. Ich hätte auch gerne, dass Salzgitter sollte SZ als Ja, Kennzeichen ja. haben. Das will auf jeden Fall mal eine, würde ich mal sagen, passende Konsequenz aus solchem idiotischen Verhalten, ey. Über ein Jahr alles laufen lassen. Hast du was zu dem Typen rausgefunden? Wurde da irgendwas? Nee, leider nicht. Leider, nee. Aber du hast. Da konnte ich nicht mehr rausfinden, Ja, nein. aber du, wenn du noch was zu Salzgitter sagen willst, ich hätte eine gute Überleitung mit Weltrekord. Ja, nee, ich bin durch mit Ja, ich bin, Salzgitter. wir sind durch mit Salzgitter. An alle Salzgitteraner, wir sind durch mit euch. Weltrekorde, Christoph. Ich habe letztens mal in meinem Keller wieder das Guinness-Buch der Rekorde von 2001, ist jetzt 20 Jahre alt, herausgeholt und mir ein paar lustige, sehr, sehr lustige Rekorde herausgesucht. Unter anderem auch besondere Rekorde, zum Beispiel im American Football. Hat am 30. Januar 2000 in Atlanta der berühmte Quarterback der St. Louis Rams, damals noch St. Louis, jetzt Los Angeles, einen
Raumgewinnrekord durch Pässe aufgestellt. Kurt Warner hat nämlich in diesem Spiel, in dem Super Bowl-Spiel, 414 Yards Raumgewinn durch Pässe aufgestellt. Und das ist ein ziemlich dicker Rekord. Ich glaube, der ist so schnell nicht mehr geknackt worden. Der ist für die Der ist für die Ewigkeit. Ewigkeit. Vielleicht wissen. Da hast du ja gleich das Spannendste Nee, das rausgesucht, ne? Spannendste kommt noch. Pass auf. Ich habe noch einen Weltrekord. Und zwar vom Damen-Lacrosse. Und zwar Oh, ja. Vivian Jones. Vivian Jones sagt den wenigsten etwas, aber Vivian Jones hat die meisten Lacrosse-Länderspiele für Wales aufgestellt. Sie hat tatsächlich zwischen 1977 und 99, und sie sieht auch recht alt aus, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, 99 Mal für ein Land gespielt, und zwar 87 Mal für Wales und 9 Mal für die keltische Auswahl und 3 Mal für Großbritannien. Vivian Jones, ein Das ist ganz ja großer verrückt. Name im Lacrosse, glaube ich. Habe ich noch Ich nie von auch gehört, nicht, aber finde ich ja. gut. Und dann noch. Hat sie dabei dann auch immer Lacoste-Shirts Natürlich, das ist getragen? Pflicht. Alle Lacrosse-Spieler tragen Lacrosse-Shirts. Wo kämen wir denn da hin, wenn das nicht so Mhm. wäre? Ne? Mal ganz bitte. Bitte, Ja. ja. Und du weißt ja, ich habe noch einen Rekord, und zwar im Fußball. Du weißt ja, Torwarte sind ja meistens gazellenartige Raubtiere, die sich den Ball schnappen wie ein Ja, Leopard sein Opfer. Allerdings, wilde Tiere. gab es mal einen Spieler, der spielte zwischen 1874 bis 1916, also da hat er gelebt, und das war der schwerste Profispieler im Spitzensport. Und das war der englische Nationaltorwart Willie Henry Fatty Fawkey. Der war 1,90 Meter groß und hat teilweise zu Spitzenzeiten 165 Kilo gewogen. Oha, na gut, 1,90, das verteilt sich ja so ein kleines bisschen, aber dass der dann sich Ja, überhaupt auch noch und gut bewegen konnte in dem Tor, er hat Respekt. einen Spielabbruch provoziert. Rate mal, was er gemacht hat. Du hast zwei Versuche. Was hat Fatty Fawkey gemacht, dass ein Spiel abgebrochen wurde? Er hat gegessen während des Spiels. Nein, aber möglich. Okay. Was könnte er denn noch gemacht haben? Er hat sich auf jemanden draufgeworfen mit vollem Gewicht, mit vollem Körpereinsatz. Draufgeworfen ist recht nahe. Er hat in einem Spiel einmal die Querlatte durchgebrochen. Die Frage ist, wie hat er das gemacht? Hat er sich rangehängt? Ist er so hochgesprungen, dass er da durchgekracht ist? Oder wie zur Hölle macht ein 165 Kilo Mann die Torlatte kaputt? Wahrscheinlich hat er sich rangehängt. Nicht schlecht. Krass. Hast du noch Ja, was Spannendes aus einen dem habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar der Weltrekord im Bowlingkugelstapeln. Oha, das ist Ja, krass. und das war in einer Sendung. Es gab ja immer zu dem Guinness-Buch der Rekorde so eine Sendung auf RTL oder so oder auf ARD. Oh ja, stimmt. Und Hat bestimmt Günther Jauch genau. wegmoderiert. Und da haben Jennifer Ludwig, Angela Kretschmann und Natürlich waren das ja, Deutsche. Natürlich waren das Deutsche, die es gemacht haben. die beiden Damen haben am 6. November 1999 einen Rekord aufgestellt, indem sie innerhalb von 3,5 Minuten 9 Bowlingkugeln aufeinander gestapelt haben. Nicht Ja. schlecht. Das heißt, nicht, ich hatte erst an Pyramiden Ja. gedacht, aber nein, die haben die Ja. tatsächlich auf ein neun Ja. Stück. Die haben ja diese Eieiei, die Grifflöcher. Wahrscheinlich kann man die so aufeinander tun, dass die halten. Sind bestimmt relativ schnell darauf gekommen, dass Stahlkappenschuhe Ich eine glaube gute auch. Idee Ich sind. glaube auch. Was für einen verrückten Rekord könnten wir denn brechen? Was meinst Den unerfolgreichsten Hm? Podcast Deutschlands für 10 Jahre Glaube, dass das moderieren. wäre auch meine. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Müssen wir die Klickzahlen nur niedrig halten. Möglichst niedrig halten. Hat sich eigentlich irgendjemand auf unserer E-Mail-Adresse Kein gemeldet? Schwanz. Gab es da kein. Auch keine Mumu. Da richtet man sowas. Da versucht man extra ein bisschen Ja, hörernah zu sein, ne? Und dann ich guck noch nichts mal rein. passiert, Vielleicht, du. warte mal.
Ich habe zwischenzeitlich hier noch eine kleine Eilmeldung. Ich zitiere mal ein bisschen aus der Welt, ja, 2017. Und zwar war das ein 31-Jähriger in Salzgitter. Und bei dem Einsatz verletzte er drei Beamte. Es hat wohl getropft und ja, die sind mit dem Schlüsseldienst in die Wohnung und mit großen Mühen hätten vier Polizisten den sich heftig wehrenden Mann überwältigen können. Der kam dann tatsächlich nach einer ärztlichen Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus und er ließ ja ein Jahr lang Wasser in Waschbecken, Badewanne und Toilette laufen und er hatte die Abflüsse manipuliert. Frag mich, wie man die Abflüsse, größerer Durchmesser, vielleicht hätte ich aufgebohrt oder so. Ja, da haben wir ja Ja, unseren Übeltäter. herrlich. Ja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ach ja. So schließt sich der Kreis von Salzgitter. Ups. Ja. Genau. Ja, wollen wir zu unserer beliebten Kategorie Klar, kommen, die jeder so gerne mag. komm. Wir benutzen auch den als copyright-verletzenden Einspieler jetzt, weil er uns persönlich. Ich dachte, du hast einen Ja, neuen aber ich gemacht. dachte, wir benutzen den alten nochmal. Den, Na den. gut, dann kommt jetzt hier der Einspieler. Heute geht es um die größten No-Gos, die so auf Partys, ich sag mal, in den 2000ern passiert sind. Weil die 80er und 90er, da ist das wahrscheinlich auch passiert, aber da haben wir das nicht so richtig mitbekommen. Und die aber, also Sachen, die damals gang und gäbe waren, aber heute einfach No-Gos Genau, wären. genau. Und ich würde sagen, du fängst an Ich mit fange Platz an mit 3. Platz 3, ein No-Go, was heute, worauf geachtet wird, was in den 80er, 90ern allerdings noch vollkommen selbstverständlich oder das hätte man nicht gemacht, und zwar Schuhe ausziehen, wenn man in die Wohnung oder ins Haus kommt. Also ich erinnere mich an Familienfeiern bei uns, da hat jeder seine Straßenschuhe anbehalten. Jeder. Und hat auf dem gesamten Ja. Teppich meiner Eltern schöne Laufspuren hinterlegt. Also heute ziehen alle die Schuhe aus, du legst dir deine Schuhe auf Partys immer so hin, dass du sie schnell wiederfindest. Aber Das damals stimmt. Schuhe ausziehen, ne, komm rein. Immer bei meinem War ein bei, absolutes da, bei meiner No-Go, Patentante und also der Cousine meines Vaters, da ist jeder mit Schuhen reingegangen. Da stellte sich die Frage überhaupt nicht. Schuhe ausziehen, wo ne? kommen wir denn da hin? Und teilweise lebt das noch bei Ja. meinem einen. Oh. Gerade so bei Ja, Winterfeiern, genau. ne? Da ist es ja besonders schön, das ganze Salz, Genau. was dann in der Wohnung in den Teppich Teilweise eingerieben wird. Schon mal als lebt diese Tradition. Rotweinabwehr. Rotweinabwehr, genau. Teilweise lebt diese Tradition noch, zum Beispiel bei meinem Onkel mütterlicherseits, wenn da Weihnachten gefeiert wird, da zieht ein Teil die Schuhe aus und der Rest guckt komisch, wenn du sie ausziehst. Ja, Nicht ja. schlecht. Also Schuhe ausziehen macht man heute, damals auf gar keinen Fall. Wäre nie jemand drauf gekommen, die Schuhe auszuziehen. Mein Platz 3, einen Mad-Eagle als einziges Essen hinstellen. Das kannst du heute aus Geschmacks- und ethischen Gründen gar nicht mehr tun. So viel Fleisch da einfach nur abzu. Cocktailwürstchen, Mad-Eagle, Nudelsalat mit richtig viel Fleischwurst drin und so. Damals, es gab ja auch keine Veganer auf den Feiern. Oder wenn, dann wurden die so hart ausgelacht. Auch das grenzwertig. Kann man sich, glaube ich, nicht von freisprechen, das selber auch mal gemacht zu haben, die einzige Vegetarierin ausgelacht zu haben, auf irgendeiner Feier im Suff oder so. Aber zum Glück sind wir da heute in anderen Zeiten, dass man das also nicht Hattest du mehr. Familienfeiern, auf denen jetzt ein Mad-Eagle, wo ein Mad-Eagle bereit stand? Ich kann mich. Ich habe schon nicht nur Familienfeiern, ich kann mich auch an Geburtstagsfeiern in unserem Freundeskreis erinnern, in denen so ein Mad-Eagle mit Salzstangen gespickt Tatsächlich? Wo war stand. das denn? Ich Ja. erinnere mich da gar nicht mehr dran. Wo soll das denn stattgefunden haben? Doch, ich glaub, es gab ja so Partys in Pölitz, also nicht in Schmachthagen, falls das jetzt, aber in Pölitz, glaube ich, oder im Pölitzer Raum, ich weiß nicht. Wo wohnte die denn? Wo wir mit den österreichischen Shirts aufgetreten sind, aber da gab es definitiv einen Mad-Eagle.
Das war sowieso eine verrückte Nacht, die ich im Schatten der Lavalampe verbracht habe. Ah, die Geschichte, ja. Kann sein, dass da ein Mad Eagle gewohnt hat. Da kann ein Mad Eagle auf jeden Fall gewohnt haben. Das ist gut möglich, ja. Ja, mein Platz 2, ein absolutes No-Go heutzutage. Damals 80er, 90er, frühe 2000er, selbstverständlich drin rauchen. In der Wohnung, im Haus rauchen. Das wurde bis zum Exzess durchgezogen. Bei meinen Eltern stank es noch eine Woche lang danach nach absolut eklig kaltem Rauch. Meine Eltern sind Nichtraucher, seit ich unterwegs war, also seit 1980. Aber es war egal. Also es hat sich auch, meine Eltern haben sich auch nicht darüber beschwert, dass das da so stank. Und ich kann mich auch an Feiern von uns erinnern, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da wurde natürlich wurde da geraucht. Klar durfte da gequarzt werden. Logisch, logisch. In der kleinen Wohnung eines sehr guten Freundes, da wurde Da wurde immer sehr viel viel geraucht. Da war geraucht. Rauchen, Die kenne ich gar da nicht mehr. war Sport. Das war, Da war ja, Nichtrauchen eher die du hast ja Ausnahme. mitgeraucht. Also das hast du ja als Nichtraucher, konntest du das nicht nehmen lassen. Da musstest du Das stimmt. definitiv mitrauchen. Also Rauchen ist so eigentlich die. Aber wir beiden waren auch die einzigen Nichtraucher da, Ja, ne? obwohl ich glaube. Und dann wurde man trotzdem angegiftet, wenn man mal eine Zigarre mitgebracht hat, ne? Das Das stinkt stinkt ja ja. aber Rauchen nicht. Nee, aber ich glaube, unser Kumpel Sven hat auch nie geraucht. Ich glaube, Sven war auch einer der Stimmt, straighten Sven hat auch nie Nichtraucher. Die geraucht. alle anderen, gib her den Stängel, das Lungenbrötchen und zack, weg, weg war sie, die Luzi. Ja, Das sind ja. Rauchen, Lungenbrötchen. rauchen, rauchen, rauchen. Selbst beim 50. Geburtstag meines in Anführungszeichen Onkels, Gott hab ihn selig, der hat im Travestadion, Quatsch, im Kurparkstadion, da wo ich auch mal gefeiert habe, in diesem Vereinsheim gefeiert. Ja. Selbst da durfte an dem Abend geraucht werden. Und es wurde viel geraucht. Ganz Niemand klar, ist ganz rausgegangen. Es klar. wurde intensiv und viel geraucht da drin. Oh Eigentlich gar nicht mehr Mann. vorstellbar heute. Mein Platz 2 ist auch mehr als Kritik zu Ja. verstehen. Man hat früher einfach mehr blöde Cis-Mann-Sprüche von älteren Partygästen, von komischen Onkels, von was weiß ich Von was den Onkels, toleriert. Alter, die haben doch Da Sprüche wurden gebracht und die sexistische Onkels. Sprüche gebracht, da wurde Fortschritt weggelobt, da wurde, ja, da haben wir schon immer so gemacht, hier, Mäuschen, zeig mal mehr Dekolleté da! Und das wurde abgelacht, das wurde weggenickt und Das so, stimmt, und das das ist stimmt, das auch, stimmt. die Zeiten Man sind hat auch einfach vorbei. rausgehauen, was man in dem Moment gerade so gedacht hat. Du, aber ich glaube, solche Partys gibt es immer noch. Ja, vielleicht dann eher im Wo man ländlichen nur mal Raum, aber sagen darf, nicht was mehr in man der denkt, Gasse. doch. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, meine Ja. Meinung. Ja, das stimmt. Diese Sprüche haben tatsächlich nachgelassen. Man ist da ein bisschen sensibler geworden. Man ist da ein bisschen sensibler Ja, zum geworden, Glück. ja. Zum Glück. Wir sind als Gesellschaft also doch irgendwie gereift in den letzten Ja, 20 Jahren. man keift nicht mehr die Frau oder Partnerin an. Jetzt hol mal hier ein bisschen Schnaps ran, Alter. Alte, alte, Ja. komm, Schnaps jetzt hier. Für mich und meine Jungs so. Das stimmt, Mäusekind, bring mir doch nochmal eine Cola-Kornmische. Oder Farco, ist auch in Ordnung. ja, wo wir gerade bei Fanta Korn sind. Mein Platz 1, Christoph. Ein absolutes No-Go Na. auf heutigen Feiern. Damals kein Problem. Harten Alkohol so auf den Tisch stellen, dass Kinder rankommen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich glaube, ich war 10, 11 Jahre alt. Und auf einer Familiengeburtstagsfeier hat sich ein nahes Familienmitglied von mir, Ja. nicht super nah, aber nah, der war schon dafür bekannt, dass er seine Mischen exorbitant prickelnd getrunken hat. Also ich sag Okay. mal, 30 alkoholfrei, 70 Stoff. So, und er hat immer Okay. schön Oldesloer Korn, Landgasthof mischen. Landgasthofmische. Er hat immer schön Oldesloer Korn mit Apfelsaft gemischt. Das sieht aus wie Schorle. Das sieht aus wie Schorle. Oh. Dachte auch der kleine Nils, dass das sein Glas mit Apfelschorle wäre. Und ich habe einen Nein. ordentlichen Hub genommen. Und ich war nicht betrunken, weil ich habe das sofort wieder ausgespuckt und bäh, total rumgeschrien. Ja, aber trotzdem super. Meine Mutter ist voll abgegangen. Wer stellt denn hier sein Alkohol in Reichweite der Kinder? Passt doch mal besser auf. Es war großes Tohuwabohu. Mir ging es gar nicht so schlecht, aber die Diskussion darüber, wo man sein Alkohol hinstellt,
wurde da dann auf neu angeheizt. Heute stellt man seine Getränke ja nicht so hin, dass die Kleinen oder Kleinsten da mal rangehen können und mal einen ordentlichen Schluck nehmen. Ich glaube, die Ja, Kleinsten ich würden kann das auch mich auch eher erinnern. auskippen, aber das ist ein No-Go, macht man heute nicht mehr. Mein Bruder hatte irgendwie im zarten Alter von 4 auch mal ein sehr interessantes Silvester. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Cousin mal bei irgendeiner Gartenfeier meines Onkels und meiner Tante durch die Gegend gelaufen sind und wir haben die ganzen kleinen, da gab es kleinen Feigling, da war der gerade neu und en vogue. Es gibt natürlich auch noch Ollisohr Korn und es gibt Und Berentzen und es gibt, Lockstädter. ne? Norgstedter und wir haben die ganzen Reste uns in Gläser abgefüllt und haben uns das dann einverleibt. Und ich sag mal so, da kamen noch ein paar kurze bei rum, auch so mit 10, 11. Haben wir vielleicht zwei, drei kurze jeder getrunken noch. Gewusst wie, ne? Ja, weil ein paar Tropfen bleiben immer und es gab wirklich viele von denen. Es gab echt viele von Schön denen. Indianerschnaps auf der Familienfeier. Das könnte auch der Titel, das könnte auch der Titel sein. Indianerschnaps auf Indianer der Schnaps aus. Familienfeier. Schreibe ich mir mal auf. So, und ich, mein Platz 1, lieben Gruß an Sven, den Strom abschalten. Das hat man, das einfach aus folgender ganz praktischer Überlegung. Heutzutage, wenn du den Strom abschaltest, dann ist das WLAN weg. Das Internet ist weg, die Musik ist weg, die Beleuchtung ist weg. Die Türen verriegeln sich automatisch. Du kommst aus dem Smart Home einfach nicht mehr raus. Der Kühlschrank, der produziert keine Eiswürfel mehr. Kurzum, es geht einfach gar nichts mehr. Und die ganzen Gerätschaften wieder anzufahren, die Party ist Ja, gesprengt. klar. Als wir 2000 irgendwo die Sicherungskasten gesucht haben auf jeder Feier und um 12 einmal kurz an- und ausgemacht haben, da ist höchstens die sexy Clips-Aufnahme des Vaters im Dutt gewesen. Ich Aber muss aber ansonsten sagen, ist da nicht viel das passiert. ist mehrfach passiert. Mehrfach, mehrfach. Mehr, es gab einen Zeitraum, in dem das zum guten Ton gehörte, dass zwei sich hier nicht näher genannte Leute auf die Suche gemacht haben nach metallverkleideten Türen in der Wand. Und wenn man in den Keller gehen Tja. musste, und dann zack, aus, alles aus. Oh. Gut ist dann auch immer die Gastgeberin zu fragen, du sag mal, wo ist eigentlich euer Sicherungskasten? Ja, der ist draußen an der Hauswand. Aber wieso wollt ihr das denn überhaupt wissen? Ja, das waren Spiele. Das war ja, jetzt. kannst du Nee, heute einfach nicht mehr heute machen. kannst du das Haus wegwerfen danach, wenn du das einmal gemacht hast. Bis das alles wieder hochgefahren ist, das ist ja so wie Not aus dem Kernreaktor. Das dauert ja Jahre, Wochen, Richtig. bis alles wieder hochgefahren ist. Dann musst du zum Beispiel Richtig. die elektrische Zahnbürste musst du neu einstellen. Dann ist irgendwie das Datum und die Uhrzeit verkehrt am Herd oder am Ofen. Das ist ja Arbeit mit verbunden, das alles wieder in Gang zu kriegen. Das ist ja reine Arbeit, Christoph. Das ist wirklich heute nicht mehr Absolut. tragbar, so ein Verhalten. Nicht mehr tragbar. Ja, Nils, ich würde sagen, das waren sie. Die wichtigsten Die drin D, wichtigsten D, drei. D. Ja. Tja, da sind wir auch wieder Ja. zurück. Was habe ich denn noch? Ich habe höchstens noch eine Sache auf der Liste. Vielleicht hast Ja, du noch ein du, bisschen was. folgendes. Der deutsche Reichskanzler Attila Hildmann ist untergetaucht. Ja, Was? ja, Der ist der wurde untergetaucht? gesucht per. Nee, 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 Dubai? nee, 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 nee. Es gibt Videos von ihm, in denen er sich aus dem Exil meldet. Ich denke mal, der ist einfach irgendwo in Potsdam nur in den nächsten Wald gefahren, hat sich da vor einer Buche gefilmt. Ich habe das Video nicht gesehen, aber. Attila, falls du das hörst, ich habe da einen Tipp für dich. Ja, Salzgitter, findet dich kein da Mensch. guckt keiner nach in Salzgitter. Aber nicht zu lange Ja, das Wasser laufen es gibt lassen, wohl das Kleine. diverse, es gibt wohl diverse Haftbefehle gegen ihn wegen Volksverhetzung und Androhung von Gewalt und so weiter. Und er hat sich aus dem Staub gemacht. Er hat sich aus dem Staub gemacht. So, jetzt fragt sich natürlich ganz Das ist ja Deutschland, krass. wo ist der Reichskanzler hin? Ne? Wo ist der vegane Ja. Reichskanzler hin? Ich Ja, vermisse ihn auch letztens bei schon. einem Telefonat führte mich ein sehr naher Verwandter, mein Vater, auf eine heiße Spur und ich habe den Auftrag bekommen, das mal mit dir zu besprechen. Wir haben Erzähl. ja festgestellt, dass
Peter Altmaier eine unglaublich große Wohnung hat. Eine unglaublich große Wohnung. Mit Ja. vielen Und du Büchern. hast ja auch die Theorie entwickelt, dass er den einzigen Achtfach-Wurster besitzt, den es im Ja. Handel gibt. Oder eben nicht. So. Und du hast auch gesagt, er Ja, hat einen Flüchtling aus ja. Syrien aufgenommen. Einen Koch, der ihn immer was wegwurstet. Der ihm den Wurster laufen lässt. So, pass Ja. auf, meine Theorie. Dieser syrische Koch wollte morgens zur Schicht gehen und dann hat er nur einen dumpfen Schlag gespürt und ist plötzlich in der AfD-Parteizentrale wieder aufgewacht. Es gab einen riesen Skandal, warum ist er da und so weiter. Aber in der Zwischenzeit hat sich Attila Hildmann seine Identität verschafft. Attila Hildmann hält sich versteckt in der Wohnung von Peter Altmaier, hat den Platz des syrischen Kochs eingenommen und wurstet für den Wirtschaftsminister heimlich inkognito. Und Peter Altmaier ist ein vielbeschäftigter Mann. Peter Altmaier kriegt das gar nicht mit. Der kommt abends von einer langen Sitzung, Nee, das kann ich mir vorstellen, dass Peter setzt sich Altmaier mit einem das nicht schönen mitbekommen Chianti vor seinen 89-Zoll-Fernseher und guckt sich dann, keine Ahnung, die interessantesten Kellergassen Österreichs, so eine Doku an und merkt gar nicht, dass da am Wurster Attila Hildmann steht. Er merkt es gar nicht. So, jetzt die Frage: Attila Hildmann, Scheiße. wurstet der Fleischwurst oder wurstet der vegane Wurst? Was macht der? Das ist eine gute Frage. Wie verrückt ist Attila Hildmann Ja. mittlerweile? Würde er aus Ironie mittlerweile Fleisch Ja. verwursten? Weiß ich nicht. Oder, andere Frage, ist Peter Altmaier so fertig von einem anstrengenden Tag im Kanzleramt, dass er den Unterschied zwischen Fleischwurst und veganer Wurst gar nicht mehr schmeckt? Ja. Dass Attila Hildmann da heimlich Räuchertofu-Seitlinge in den Wurster steckt Das ist, und das ist, das, 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 da musst du gar nicht, also, es gibt ja tatsächlich so Produkte, ich sag mal so, es gibt von einem ja. großen ehemaligen polnischen, also damals war es nicht Polen, aber heutzutage wäre der Ort Polen, Unternehmen, die Müller Ja. hießen und deshalb vielleicht auch irgendwas mit ihrem Nachnamen Ja. Befindliches in ihr Logo Ja. gepackt haben. Die stellen vegane Ja. Würste her und die haben einen Fleischsalat, wo ich den Unterschied Ja. nicht schmecke. Dann könnte es also sein, dass Und das könnte sein, dass Peter Altmaier das ja, durchgeht. dass der Also, gestresst ist und sich auf seine ja. Peter Altmaier hat durch den Achtfachwurst ja auch so viele fettige, wirklich fleischhaltige Würstchen Ja. durchgenudelt, dass da immer noch ein bisschen Aroma übrig bleibt. Das merkt er nicht. Und dann ist Attila, das ist ja Ja. mies. Und tagsüber versteckt sich Attila Hildmann zwischen den Genau, Büchern, ne? genau. Also zwischen denen, die zwischen 33 und 45 geschrieben wurden. Aber Ja, zwischen Bücherregal zwischen Reihe 33 und genau, da 45. kriecht er rum. Da kriecht er rum und plant die Revolution. Aber er ist mittlerweile auch so weit, dass er so eine Symbiose eingegangen ist mit Altmaier. Er kann nicht mehr ohne, aber er kann seine Revolution nicht starten, weil wenn er das tut, dann wird er öffentlich, muss vielleicht in den Knast, verliert sein Haus in Potsdam. Und er ist da, glaube ich, bei Alti, wie ihn seine Freunde nennen, momentan so gut untergetaucht, dass er auch gar nicht mehr raus will. Ich glaube, ich frage mal bei den Berliner Wasserwerken an, ob in Peter Altmaiers Wohnung in letzter Zeit ein erhöhter Wasserverbrauch festgestellt wurde. So würden wir es rausfinden. Ich glaube auch. Also ich glaube, da ist was dran, ne? Also Das. mal ganz ehrlich, ich glaube, da ist wirklich was dran an der ganzen Geschichte. Oder was würdest du sagen? Peter Altmaier. Ich überlege gerade, wie, ob das wirklich, ob das komisch kommt, ob ich dann vom Verfassungsschutz beauftragt werde, wenn ich im Namen unseres Podcasts im Büro von Peter Altmaier mal anfrage, ob Peter Altmaiers Wasserverbrauch in letzter Zeit erhöht war. Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Könnte man ihn eigentlich Ja, mal fragen, ne? Peter Altmaier hat bestimmt ein Büro, was da gerne und Auskunft du als erteilt. Chemiker bist natürlich nur interessiert an der Qualität seines Wassers. Ob ihm. Das stimmt, vielleicht könnte Peter Altmaier. Oh, das wäre die Krönung einer jeden Wassersammlung. Wasser aus dem Badezimmer von Ja. Peter Altmaier. Ja. Was meinst du, wie schmeckt das Wasser aus Peter Altmaiers Badezimmer? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Peter Altmaier ist einer, der viele Badekugeln hat. Er hat so einen ganz großen Whirlpool, hat er, und da Ja. sonntags abends werden da Badekugeln Ja, mit dann entspannt er reingelegt. sich mal richtig schön.
Das sprudelt aber schön. Und dann sitzt er da so. Was meinst du, wie schmeckt das Wasser aus Christian Lindners Badezimmer? Widerwärtig? Nach Rotze? Nach, ich weiß Weißt du, was nicht. ich glaube? Christian Lindner raucht heimlich. Der Das Wasser raucht schmeckt, heimlich. weil er den Wasserhahn mit seinen Nikotinfingern immer anfasst, schmeckt das Wasser bei ihm nach Also, der hat Rauch. Spraytan für die Finger, dass keiner sieht, dass er so richtig vergilbte Klauen hat eigentlich. Ich glaube ja, ich So, glaube so ist ja, das. Christian ich Lindner raucht heimlich. glaube, ich glaub, Christian Lindner hat auch in erster Linie destilliertes Wasser. Ich glaube, der ist so ein reinlicher Typ. Oh. Das ist alles destilliert. Ja, das So, könnte sein das ist jetzt. so richtig charakterlos. Christian Lindner trinkt destilliertes Wasser. Ja, Super Idee. also denkst du aber an der These ist was dran, dass Attila sich bei Peter Altmaier untergeschoben hat? Ja, ich könnte mir das gut Ja, denke vorstellen, ich ja. auch. Gut Ja, recherchiert, gut danke, recherchiert. danke. Deshalb bin ich auch hier im Hause der Chefrecherchator, sage ich mal. Und deshalb bist du die drei Ja, Fragezeichen. mit einem Komma davor. So sportlich wie Peter, so dick wie Justus und so nutzlos in Computerzeiten wie das Archiv von Genau, Bob genau. Andrews. Es sei denn, eine gute Excel-Tabelle. Da macht die mir keiner was vor, glaube ich. Ja, nein, nein. Ja. Ich Ja. glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Hast du noch was? Hast du noch Ja. was? Ich hab, du, nö. Das eine, was ich noch hab, das werde ich nochmal weiter Ja. ausarbeiten. Das nehme ich hier nächste Genau. Woche rüber. Ich mach jetzt mal einen großen Pfeil hier. Nächste Moment. Woche. Vielleicht hört man das auch. Nee, habe ich nicht gehört gerade. Ich glaube, dein Pfeil ist ein bisschen unterentwickelt. Ja. Das. Jetzt habe ich mit dem Stift auf das Mikro Irrer geklopft. Typ. Ich habe doch noch was. Ich habe das Geräusch des Tages, Christoph. Das Das Geräusch des Geräusch des Tages, erzähl. Tages und Ja. der Woche ist, oder die Woche ist ja schon fast vorbei, während wir aufzeichnen, ist flupp. 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 Wenn du richtig schön so, wenn du morgens Durst hast und so richtig schön dir den Schraubverschluss deiner Wasserflasche aufdrehst, machst du flupp. Ja. Puh. Oh. Ja. Das ist ein Flupp. Sommergeräusch. Stell dir vor, du bist im Ferienhaus in der Provence und machst dir diese Wasserflasche auf, die über Nacht die Kohlensäure ein bisschen zu hochdruckig und so. Und dann machst du plopp. Oder Und du spürst dir den Kater von 27 Kronenburg genau. weg. Oder du machst Flupp, indem du zum Beispiel irgendwo reintun willst. Zum Beispiel, du versuchst, was ist ein gutes Beispiel für einen Flupp? Du willst den Tab. Den Oh Pümpel ja, vom oh, Waschbecken, den Stopfen vom ja. Waschbecken, den ziehst du und das machst Und es läuft flupp. alles ab. Flupp. Ja. Ja, Flupp ist ein schönes Geräusch. Flupp. Oder du wirfst so einen richtig ekligen Müllbeutel in den Mülleimer. So, Flupp, weg ist er. Oder wenn die Flasche Indianerschnaps kreist und einer den Finger hoch nochmal reinmacht. Flupp. Als wenn er vom Klo kommt, ohne die Hände zu waschen. Das ist auch ein schön, schönes Flupp. So, meine Damen und Herren, wir werden eklig gerade und ich fürchte, wenn wir eklig werden, sollte man besser abschalten, oder? Richtig. Ja, nochmal eine Runde will. In 2 Wochen sind wir wieder Genau, da. wup, 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 Wupp, wupp, ab geht's. abschalten. Bye bye, Leute.